Geht's los? Okay, mach mal. Instagram, machst du auch was dazu, oder? Danke. Ihr seid am liebsten oberkörperfrei, immer erst nach Badschließung. Wären wir gern, aber wir sollen für unsere Badegäste erkennbar bleiben, deswegen ist Dienstkleidungspflicht und nicht oben ohne. Als Frau? Nee. Also, nee, lieber mit. Für die Arbeit müsst ihr topfit sein. Ja, wir müssen topfit sein, weil wir müssen immer in jeder Sekunde einsatzbereit sein. Wir müssen schwimmerisch fit sein und natürlich immer Erste Hilfe leisten können und Personen retten. Ihr geht alle in Badelatschen zum Arbeit. Nee, das stimmt nicht. Ich habe manchmal Sandale oder Schuhe an. Wir haben auch Sicherheitsschuhe, weil wir sind auch in der Technik aktiv. Gummistiefel, Schutzausrüstung ist oberstes Gebot. Fahrangestellter für Bäderbetriebe ist nur ein Sommerjob. Ist falsch. Das ist ein Ganzjahresjob. Wir haben auch eine dreijährige Ausbildung. Freibadsaison ist halt im Sommer, aber wir haben Hallenbäder auch. Ihr springt nach Feierabend im Schwimmbecken. Oft, sehr oft sogar. Ja, manchmal, wenn es heiß ist, springen wir schon rein, aber sonst springen wir eher in die Duschen zum Putzen. Ihr tragt alle rote Badehosen. Nee, leider, wir sind nicht mal im Baywatch. Ich würde gerne das machen. Nee, wir haben schwarze Hose an. Ihr steht nur in der Sonne und arbeitet an eurem Tar. Nee, wir sind tatsächlich die meiste Zeit im Schatten, weil die meisten Kollegen schnell Sonnenbrand kriegen. Das Hautkrebsrisiko steigt in Deutschland rasant an und natürlich müssen wir uns davor schützen. Ihr habt alle schon mal jemanden gerettet. Nicht alle, viele. Das eine Kind war schon im Becken, egal ob das nicht tief ist, hat dann bei dem Beckenrand geklettert, nur einfach abgestoßen, haben wir versucht zum Schwimmen. Habe ich das mitbekommen und sofort natürlich habe ich ihn gerettet. Euer Lieblingsessen? Freibadpommes. Nicht immer, aber die Schwimmbadregel Nummer 1 ist: je dicker der Bademeister, desto geiler die Pommes.